Ein kleines dummes fettes Kind hat mir mein Feldfähig Cheat Wolf geklaut. Ich habe noch zwei weitere Bären benutzt, also ist es nicht so tragisch, aber ich hoffe, ich kriege es wieder. Ich kenne, ja, es hat mir auch, ist aus Spaß weggenommen und hat es dann irgendwie verloren. Ja, also nur damit ihr euch, also ihr kennt eigentlich mein Setup. Flatface G12, Body Trucks, Caroline Green und Flatface G6 Wheels, Black. Nee. Nee, das waren, ja doch, das waren Black. Oder White, wie auch immer. Nein. Das waren, also nochmal, Flatface G12, Black River Trucks. Flatface G12, Body Trucks, Colorline Green und Black River Edition Wheels White. Winkler Wheels halt, ne? Habe ich, das es kommt auf einen Preis von über 65 Euro, also 70 Euro mit Versand. Ja. das ist sehr schade, ich hoffe, ich kriege es wieder oder erstatte, wie auch immer. Ja, aber ich habe halt zwei andere Bermuds, einmal Black River Edition, Black River Logo Gelb, wie mein schwarzes, das ist aber mein zweites denn, das mit Gelbe, mit Black River Trucks und Wrinkler Wheels Black River Edition White, halt in dem Set, und ja, dann noch, was ich immer geschenkt bekommen habe, das Blue Camo. Auch als Set mit dem vorher genannten. Ja, ich habe mir jetzt halt, also die beiden fahre ich halt nur aufs Contest oder wenn ich irgendwo hinfahre, Black River Store oder so. Aber jetzt nicht so in Videos, weil ich halt nicht so gerne sowas mag. Ja, Trades oder so. Also wenn ich das Flatface G12 und so wieder kriege, dann werde ich das auf jeden Fall traden. Und ich habe mir jetzt einen Black River Burlwood Shin White Shape bestellt. Wie genau wie der Fabian 1999 Trap. Ja. 32 mm Breite. 30 oder 29. 10 cm Länge. Ja. Zu dem Burlwood gab es eine Lage Riptape mit Burlwood Logo drauf. Drauf gedruckt. Ist es richtig geil. So extra super smooth. Also es gibt's nicht zu kaufen, das gibt's nur, wenn man sich ein Burlwood bestellt, also bestelle ich das. Das ist wirklich geil, also wirklich auch schön anzufassen und sieht wirklich, also in puncto Style, sehr gut aus. Zum Deck, ja, zum Setup, Body Trucks Silver und Flatface G6 Wheels nochmal. Oder Flatface G6 Wheels, weil ich die wirklich geil finde, weil die wirklich sehr gut rollen beim kleinen Anstupsen. Kann ich das mal demonstrieren beim kleinen Anstupsen? Ja, rollen halt wirklich gut beim kleinen Anstupsen. Ja, ja, das sieht man jetzt nicht so. Ich muss mal die Kamera nicht ausrichten. Also beim kleinen Anstupsen rollen die schon sehr, sehr weit. Ich muss nur die Achsen richtig einstellen, weil. Ja. Kleiner Stupser. Ungefähr von hier bis da hinten. Ja, das, also rollen sogar einen Meter, also durch kleines oder ja, anstupsen. Also kauft euch die, also ich gebe euch einen Tipp, kauft euch die Flatface G6 Wheels, G6 Wheels, wirklich geil. Oh ja. Rollen schon ein paar Sekunden, also nicht paar. Irgendwas bei 7 oder 8. Ja, und wirklich gute Qualität. So richtig smooth. Ja, zu den Trucks, Body Trucks kennt ihr.
40 Amp ist gut, aber ich bestelle mir noch zu dem Deck Black River Trucks rot oder schwarz oder so sowas. Ja, es ist, das Deck fühlt sich richtig gut an, fährt sich gut, kommt gut hoch und hat einen guten Top, auch ob Switch oder Nolly. Hat High Kicks, Medium Dips, Medium Concave. Und das Punkto Style ist es nochmal wirklich hammergeil. Und das Tape ist wirklich richtig super. Und ja, ich find's einfach nur geil. Und ich hoffe, ich krieg mein Flatface bald wieder von dem kleinen, dummen, fetten Kind. Ja, und hofft und drückt mir die Daumen, dass ich es wieder kriege, denn ich will es ja traden. Und das ist ja für euch gut. Ja, danke fürs Anschauen. Haut rein, abonnieren, wenn euch es gefällt. Kritik nehme ich immer gerne an. Meine Rams könnt ihr kaufen, meine Concretes. Ja, sage ich nochmal dazu was. Concrete Manual Pad mit Versand. 12 Euro und Box 2 mit Versand 17 Euro. Ich denke mal, also Box 2 habe ich jetzt ein bisschen verlängert. Also ungefähr so die Länge jetzt. Vorher war es so ungefähr, ja, so die und jetzt ungefähr so die. Ja, und halt 17 Euro mit Versand, wenn ihr eine kaufen wollt. Immer anschreiben oder wenn ihr Kritik habt oder irgendwas zu Fingerboarding wissen wollt. Schreibt mich an, ich weiß nicht, und danke fürs Anschauen, haut rein.